Heute Nacht, kurz vor 0 Uhr, wurde die Zeller Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Straße Alte Grenze alarmiert. Als wir eingetroffen sind, brannte bereits die Teile des Dachstuhls. Flammen schlugen aus dem Dach. Das Feuer ist vermutlich auf einer Dachterrasse ausgebrochen und in den Dachstuhl hineingebrannt. Die Brandbekämpfung wurde im inneren Griff vorgenommen, sowie teilweise mit Drehleitern, die hier auch in Bereitstellung stehen. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Die wurden zuvor durch die Polizei und den Rettungsdienst evakuiert. Eine Absuche der betroffenen Wohnung verlief auch ergebnislos, sodass wir keine Verletzten haben. Sie haben in letzter Zeit viel zu tun. Ja, die letzten Tage ist die Zeller Feuerwehr quasi ständig im Einsatz. Erst am letzten Freitag hatten wir ein größeres Feuer in der Innenstadt. Dort haben Tischdecken und Wände gebrannt in einem Fachwerkhaus. Und auch in der Zwischenzeit hatten wir mehrere kleinere Einsätze, wo wir gefragt waren. Wir sind quasi im Dauereinsatz. Und das als Freiwillige Feuerwehr ehrenamtlich. Wie geht es zurzeit Ihnen selbst und Ihren Kollegen? Man merkt die Belastung schon. Wir machen das ja alle ehrenamtlich neben unseren normalen Berufen. Jeder, der heute Abend im Einsatz ist, geht nachher wieder ins Bett, muss morgen früh raus und zur Arbeit gehen. Also es ist eine zusätzliche Belastung, die wir natürlich alle auch spüren. Aber gerne machen für die Bürger.